Danke dir, dass du jetzt hier das bestätigt, was ich bis jetzt gesagt habe. Und wenn Klar, du das jetzt spionieren. bestätigst, Ich lehne nicht ab. Nein, also, guck mal, das ich darf den heißt, eigentlich nicht ablehnen. ich habe nicht falsch übersetzt. Darum geht das. Ich habe nicht falsch übersetzt, dass man mir nicht Es ging mir vertraut. nur um das Schlagen, was du gesagt hast, wo ich dich gefragt habe, was glaubst du, hat der Prophet jemals Frauen geschlagen? Hast du gesagt, bei Allah keinen außer Aisha. Und ich will Ja. nur damit sagen, dass das Schlagen nicht jetzt so wie richtig Schlagen mit Absicht ist, sondern Stößen, aber es kann ja wehtun. Das habe ich doch gesagt. Das habe ich in meinem Video gesagt, in meiner Antwort, in dieser Frage- und Antwortrunde gesagt, dass, wie du jetzt gesagt hast, mit so einem Box, da haben sie geboxt. Also, wenn ein Nawawi sagt, dass, also Lahad, also wenn ein Nawawi sagt, Lahadani bedeutet, dass er seine Hand zusammengedrückt hat und dann sie geschlagen. Für mich heißt das, er hat sie geboxt. Ja, für Schau dich mal, auch, für wenn ich jeden. jetzt meine Hand so nehme und Und wenn du mich ich drücke ihn. durchschlägst, ist das Boxen oder nicht? Nein, Boxen, Sag, weißt du was? sag. Ich habe Boxen, hast du das Video gesehen? Letztes Mal habe ich geboxt, 960, gell? Letztes Mal, Nee, wow, nee, nee, nee. Du 960. kannst auch so Das boxen nennt oder man nicht? Boxen. Aber wenn Nein, du stumpf bist, du bist du kannst so faul. boxen, du kannst auch 1000 Kilo boxen. Das Nein, hat damit nichts zu nein, tun. nein, nein. Boxen hat, Nee, die, nein, nein, es nein. gibt Boxen von Regeln. Wenn Boxen, der Boxer richtig. boxt, Moment, wenn der Boxer boxt, boxt immer 300 Kilo oder ab und zu auch Aber der 25, boxt nie 20. so, der boxt nie so. Ja, trotzdem. Aber Boxen ist Boxen. Sei es jetzt hier 10 Kilo, 100 Kilo, 1000 Kilo. Boxen ist Boxen. Boxen bedeutet, dass Nein, das hier, nein, schau dass mal. dein Auge so Okay. aussieht und dann du auf die Brust schlägst oder auf dem Gesicht. Also er hat sie auf Brust geschlagen, geboxt und sie sagt, das hat mir wehgetan. So, jetzt gehen wir damit als Bestätigung, schauen wir in dem Video, was wir hier, wo das unterstrichen wurde. Ne, das Wort Lahadani und versuchten die das zu übersetzen. Schauen wir, was Ad-Darqutni gesagt hat. So, jetzt lesen wir das, was ich gezeigt habe in Islam Web. So, über diesen. Fi Sharh Sunan Nisa'i, also hier, Qala As-Sindi, Fi Sharh Sunan Nisa'i, falahadani bid-dal al-muhmala min al-lahdi, wa huwa ad-daf'u ash-shadidi fi as-sadr. Das heißt, starkes Schubsen oder Drücken auf die Brust. Wa hada, jetzt, warum hat er das gemacht? Er hat nicht gemacht, damit sie gereinigt wird oder beziehungsweise das, was Omar behauptet gehabt zu haben oder Abu Huraira, sondern er hat ihr das gemacht hier. Wahada. Das heißt, das war als eine Züchtigung für sie, dass sie falsch gedacht hat, dass sie Mutmaßungen hatte. So, Genau. das heißt, Züchtigung. das, Was was heißt sie gemacht Züchtigung? hat, war, das heißt, er hat sie bestraft und nicht da geholfen, damit sie ihr Hass von ihrer Brust ausgebrochen. Das, was mit Omar war, dass er diese Bosheit aus dem Brust los wird, ist das hier nicht der Fall. Hier war der nur deswegen diese Aktion von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie zu bestrafen, ne, dass sie falsch gedacht hat durch ihre Eifersucht, was sie gemacht hat. So, das heißt hier An-Nisa'i und An-Nawawi und all hier diesen Website, Islam-Website, haben genau das eine und dasselbe gesagt, was ich gesagt habe. Und dieser junge Mann, Ikhlas, hat nichts gemacht. Nichts gemacht. Denn wir haben gelesen, An-Nawawi hat gesagt, er hat sie geschlagen mit einer Faust. So, Faust schlagen bedeutet Boxen heutzutage. Vielleicht damals hat man das Wort nicht benutzt. So, Shia Hamza hat gar nicht gelogen. Jetzt, Bruder, zeig mal das wegen Eifersucht, ob das positiv oder negativ, was Aisha hat. So, jetzt wieder Islam Web. Lesen wir zusammen. Also einer hat gefragt, dass in Nahj al-Balagha steht geschrieben, dass die Eifersucht der Frau gehört zum Kufr. Und Eifersucht des Mannes gehört zum Iman. Ne? In Nahj al-Balagha. So, jetzt diese Frage wurde in diesem Website gestellt. Ne? Das ist eine sunnitische Seite, da wo die Fragen hier Rechtsfragen beantwortet werden. Die sagen, diese Worte im Allgemeinen zu lassen, ist es nicht erlaubt, also ist es nicht richtig. Das heißt, dass du allgemein sagst, jede Eifersucht ist Kufr und jede Eifersucht des Mannes ist Iman. Das heißt, es gibt Eifersucht, was Kufr ist und gibt es Eifersucht, was Iman ist. So. Er sagt, das heißt, gut, ein gutes Eifersüchtig sein, also im positiven Sinne,
ist es von Glauben, sei es vom Mann oder von Frau. Das heißt, schlechtes Vermuten, schlecht hier beziehungsweise negativ eifersüchtig sein, gehört zum Kuffer, heißt das. So. كما أن الغيرة المذمومة مبغوضة عند الله. Das heißt, das, was negativ ist in Bezug auf Ghira, also auf Eifersucht, ist bei Allah gehässig, also ist von Allah gehasst. سواء كانت من الرجل أو المرأة, sei es von einem Mann oder von einer Frau. وإنما قد تصدق تلك المقولة في بعض الأحيان. Er sagt, diese Aussage, was Imam Ali a.s. in Najd al-Balagha erwähnt hat, dass die Eifersucht der Frau gehört zu Kufr und Eifersucht des Mannes gehört zum Glauben. Er sagt, das würde passen in einigen Stellen, in einigen Fällen. Sagt, حيث أن الرجل في الغالب أكثر حكمة وأوفر عقلا من المرأة. Das heißt, weil es überwiegend bei dem Mann, dass er weiser, also weiser als der Frau, und er benutzt mehr seinen Verstand. Ne? Hier steht das so. فتكون غيرته على امرأته في محلها في كثير من الأحيان. بخلاف المرأة. Er sagt, und diesbezüglich würde das passen, dass der Mann eifersüchtig ist, das würde also bedeuten, auch was in Najd al-Balagha steht, dass die Eifersucht des Mannes gehört zum Glauben und Eifersucht der Frau gehört zum Unglaube. Ne? بخلاف المرأة التي تغلب عواطفه عليها. Im Gegensatz zu der Frau, die meistens mit ihren Emotionen handelt, statt mit ihrem Kopf, also mit ihrem Verstand. فقد تضع الغيرة في غير موضعها. Er sagt, sie würde hier falsch reagieren mit ihrer Eifersucht. فتسيء الظن بزوجها وتتهمه بما ليس فيه. Und sie würde ihrem Mann was vorwerfen, was in ihm nicht ist. فيكون هذا من كفران العشيرة. Er sagt, das würde Kufr in Bezug auf Zusammenleben sein. ولما زيد الفائدة. Das heißt, das, was Aisha gemacht hat, ist Kufr aufgrund des Zusammenlebens. Das heißt, du hast das nicht geschätzt. Ich lebe mit dir als dein Mann und du hast das, also Kufr bedeutet hier nicht, dass sie Kafira ist, damit man nicht denkt, jetzt ich meine, dass Aisha Kafira ist, in Bezug auf diese Überlieferung jetzt, beziehungsweise diese Erklärung, sondern dass sie Kufr gemacht hat in Bezug auf dieses Zusammenleben. Das heißt, sie hat das nicht geschätzt, dieses Leben mit dem Propheten, und sie hat da einen Fehler gemacht, eine Sünde gemacht, indem sie dem Propheten verdächtigte. So, und dafür hat er laut An-Nisa'i hat er Aisha bestraft. Und nicht da, damit er, dass sie rein wird. Ich habe den Hadith bei euch Najd al-Balagha gefunden. Zum Beispiel, da sagen die über diese Quelle, als sie gesucht haben, sagen sie so, Najd al-Balagha ist nicht 100% authentisch, somit ist die Authentizität dieses Hadithes und Ausspruches nicht dadurch gesichert, dass es in Najd al-Balagha steht, beziehungsweise, dass dieser Hadith authentisch ist. Also dass man Najd al-Balagha als solches, als Buch, nicht als authentisch betrachtet, bedeutet nicht, dass die einzelnen Überlieferungen in Najd al-Balagha auch unauthentisch sind. Das heißt, es gibt unauthentische Überlieferungen in Najd al-Balagha und authentische Überlieferungen in Najd al-Balagha. So, dass die Sunniten hier das nicht abgelehnt haben, in dieser Website, sie haben das zugegeben und sie haben gesagt, diese Aussagen von Imam Ali a.s. darf man nicht verallgemeinern. Das heißt, es gilt nicht für allgemein, sondern es gibt gutes eifersüchtig sein und schlechtes eifersüchtig sein. Das heißt, da bezieht sich, wie gesagt, also da muss man definieren, was Eifersucht bedeutet. Und Aisha hat hier die negativen Eifersucht gehabt. So, und dafür hat sie die Strafe bekommen und sie wurde geschlagen.